Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Train Sim World 4. Der Dennis spielt das. Wir befinden uns heute hier auf der Vorarlberg-Strecke und haben die Aufgabe, unseren Zug bis nach Bregenz zu fahren. Und ihr seht hier vielleicht schon, Departure und so weiter, 12:30 Uhr, ÖBB erwartet 12:30 Uhr nach Bregenz. Auf Gleis 3 und da werden wir uns jetzt auch hinbegeben. Wir befinden uns hier noch im Fotomodus und wenn es hier mal so langsam die Treppe hochgehen, um zu sehen, dass hier unser Zug schon steht und wir die ehrenvolle Aufgabe haben, diesen, wie gesagt, bis nach Bregenz zu fahren. Und würde sagen, wir steigen ja auch mal so langsam ein. Hier steht es auch noch mal auf der Anzeigetafel. 12:30 Uhr Bregenz über Dornbirn und würde sagen, wir steigen ein, verlassen jetzt auch gleich den Fotomodus. Zug fährt heute, ist wieder mal nach seit langem, ich habe ja schon lange nicht mehr gespielt, die Vectron. Hier steht es auch Bludenz-Feldkirch Bregenz. Das sind die Halte dieses Zuges. Ich würde sagen, wir steigen ein, verlassen dabei auch den Fotomodus und können jetzt so langsam hier einsteigen, würde ich sagen. Hier noch alle antun, zwar den Zug vorbereiten. Das heißt, wir steigen hier mal in unser Arbeitsgerät ein. So, schließen die Türe, setzen uns dann auf unseren Sitz. Müssen natürlich noch hier die ist auf dunkel machen. Dann können wir die Türen für regeln. Müssen aber natürlich noch die Zugsicherungssysteme einstellen. So, das brauchen wir nicht. Es ist die Frage aller Fragen. Geschwindigkeit. Wie und wo ging das jetzt nochmal manuell mit der Siegfahrt PZB? Da mache ich das mal eben kurz, dass der Ton mein Kommentar aus ist, gleich wieder eingeschaltet wird. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. So, es müsste eigentlich alles aktiviert sein und der Ton ist auch wieder da, das heißt, wir können abfahren. Genau, das brauchen wir nicht. Ich glaube, es ist hell genug. Ja, dann würde ich sagen, auf geht's. Natürlich müssen wir noch hier in den Einstellungen gehen, um Gottes Willen, AFB, die AFB einstellen. AFB, AFB. Das ist ja ganz logisch. Sonst funktioniert es nicht. So, dann gehen wir hier noch in den Einstellungen. PZB-Modus ist auf O, das heißt, wir können wieder ins Haus, aufs Häuschen gehen und abfahren. Bremse gelöst. Und auf geht's. Wunderschönes Panorama. Wunderschön. Da können wir gleich mal ein Foto machen. Ach. Auf geht's. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Nächste Station, Feldkirch. War natürlich. Wunderschön, wunderschön. Dort fahren wir. Ich glaube, wir können auch mittlerweile schon auf 60 beschleunigen. Müssen wir gleich noch bestätigen. Logischerweise. Dann müssen wir das jetzt mal bestätigen. Das ist halt der Nachteil bei dieser Lok. So. Schön.
in the Railjet. Was für ein saugeiles Panorama. Mega schön. So, dann wollen wir gleich hier auf 140 beschleunigen. Machen wir das gleich. Nehmen wir das wunderschöne Panorama mit. Und dann werden wir beschleunigen. Sofort drücken wir die SIFA. Ein saugeiles Bild. Was ein wunderschönes Bild. ÖBB Railjet ist heute unser Zug. So, ich will jetzt nicht das schöne Bild zerstören. Deswegen verbleibe ich noch ein wenig draußen. Jetzt fahren wir so langsam wieder gerade. Dann können wir ja auch die AFB auf 140 verändern und das Ganze bestätigen. So. Wir finden uns nach wie vor unter PZB, beziehungsweise in der PZB. Der LZB ist noch nicht hat noch nicht stattgefunden, aber logisch, wir sind ja noch unter 160. Dies ist ein Szenario aus dem Creators Club. Was ihr dafür braucht, sind die Repaints von NetHots. Einmal für die Wagen, einmal für die Vectron selber. Also die findet ihr beide bei dem User NetHots im Creators Club. Ich werde euch auch auf jeden Fall den Link unter das Video setzen. Ich hoffe, ich denke da nichts mal dran. Wenn wir hier schön rechts der Berge fahren. Wunderschönes Bild. So, wir haben zu fahren, wie gesagt, in Feldkirch, Dornbirn und schließlich dann Bregenz. Das sind heute unsere Stationen. Schöne kleine Fahrt hier auf der Vorarlbergbahn. Und etwas noch in eigener Sache, ich kann im Moment, wie gesagt, immer noch nicht die BR110 fahren und auch nicht die die Strecke Rhein, Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Ich weiß immer noch nicht warum. Ich werde das Spiel einfach nochmal deinstallieren und nochmal neu installieren. Vielleicht liegt es daran, ich weiß es nicht. Ich habe leider sonst keine Ahnung, woran es liegen könnte. Aber ich habe mir gedacht, ich mache erst ein Video für euch und mache das Ganze dann, weil das nimmt ja doch schon etwas Zeit in Anspruch. Bis das dann wieder installiert ist. Von daher machen wir das dann. Beziehungsweise mache ich das dann. Während wir hier Feldkirch immer näher kommen, 10 Kilometer noch.
wunderschönes Wetter, schön klar. Die Berge sind oben etwas angezuckert vom Schnee. Ansonsten ist das wirklich eine wunderschöne Aussicht, muss man wirklich sagen. Also gefällt mir die Strecke. Jetzt am kommenden Dienstag, sprich in 3 Tagen, wird ja eine neue Strecke herauskommen, und zwar die Bermina-Bahn. Und die gibt es ab sofort aktuell für einen verminderten Preis von 10%. Das heißt, für 32,39 € ist sie im Moment zu haben. Das Ganze ist noch gültig bis zum 16.01.2024, sprich bis Dienstag, 18 oder 19 Uhr, je nachdem, wann das Ganze dann verfügbar sein wird, beziehungsweise freigeschaltet wird. Solltet ihr daran Interesse haben, solltet ihr jetzt zuschlagen, damit das Ganze dann auch ihr dann auch für den vergünstigten Preis von 10% bekommt. Ab Mittwoch bzw. ab Dienstag nach Veröffentlichung der Strecke gilt dann der reguläre Preis von 35,99 €. Das nur mal so am Rande. Bei der Bermina-Bahn wird natürlich auch die Spurbahn dabei sein, und es wird ganz klar auch, oder was ganz exklusiv ist, es werden Ansagen dabei sein, was ja im TSW generell ganz was Neues ist, das gab es ja überhaupt noch nicht. Allein deswegen lohnt es sich doch schon, diese Strecke sich zu besorgen, durch die Alpen zu fahren, und das wird mit Sicherheit wunderschön. Wie gesagt, Dienstag zwischen 18 und 19 Uhr wird das Ganze veröffentlicht. Ihr kennt das, es ist immer leider sehr, sehr spät. Ob ich Dienstag noch ein Video hinbekomme, weiß ich nicht. Was ich jetzt weiß, dass ich ganz schnell bremsen muss. Und zwar schleunigst. Mir noch zu schnell, das war das ganze Problem. Zwangsbremsung. Das war nämlich jetzt mein Problem. Zwangsbremsung. Ich hätte mich befreien können, müssen sollen, aber ich war auch noch zu schnell, das war das Problem. Zwangsbremsung. Zugbeeinflussung. 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 Da haben wir es nämlich. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Ja, ist gut jetzt. So. So, jetzt hat sich die Bremse auch gelöst und wir fahren weiter. Ach ja. Das war nämlich mein Problem. Hätte ich wahrscheinlich früher befreien gedrückt werden, wenn nichts passiert, aber das Ganze ist leider so gekommen, wie es gekommen ist. So, 60. Das auch soweit. Ich habe Gleiswechsel vorne, deswegen auch die 60, deswegen auch die der PCB-Eingriff bzw. der 1000 Hertz Beeinflussung. Oder sogar 2000, ich weiß es gar nicht. Wunderschöne Aussicht. Das muss man einfach mal an dieser Stelle sagen. Einfach traumhaft. Einfach traumhaft.
Diesmal sind wir aber auf jeden Fall unter der Geschwindigkeit. Das heißt, diesmal sollte nichts passieren. Verlangsamen Sie auf 85. Ich glaube, das kriegen wir hin. Ich glaube, dann dürfen wir uns auch gleich wieder befreien, sobald der abgelaufen ist, der Balken. Sie haben die Siefer drücken. Dann befinden wir uns jetzt im PCB und beeinflussen. 1000 Hertz beeinflussen, ihr seht es da. V-Überwachung 85 km/h, wir sind bei 60. Das heißt, hier passiert nichts. Wir können uns jetzt wieder befreien. Wir befinden uns nun wieder außerhalb der PCB beeinflussen, beziehungsweise wir haben keine Überwachung mehr. Bleiben jetzt auch bei 60, weil für die 1,5 Kilometer lohnt sich das jetzt nicht mehr zu beschleunigen. Feste Ankunftszeit haben wir auch nicht, dann sollte das eigentlich alles so passen. So, und ich glaube, der Haltekam ist doch irgendwann gleich so unmittelbar hinter dem Tunnel. Ich glaube, das war hier bei Feldkirch so. Erst kam der Tunnel und dann kam jetzt gleich dann auch schon der Halt. Oben rechts das blaue Feld, da ist unser Haltepunkt. So, tun wir nochmal die Sifa. Würde ich sagen, können wir auch gleich schon anhalten bzw. anfangen zu bremsen. Wenn mich hier wie gesagt schon alt ist. Von Feldkirch so ist ein bisschen schwierig zu sehen hier aufgrund der Sonne, der Zielpunkt jetzt endgültig ist. Und hier vorne nur 70 Meter. Da räumen wir jetzt schön ran. So, passt das doch ungefähr. Nehmen wir links die Türen auf. Und dann schauen wir jetzt mal so ein bisschen um, würde ich sagen. In Feldkirch. Ja, ist zugebaut. Da scheint so eine kleine Kirche zu sein oder sowas. Ah, da ist auch noch. Das ist wahrscheinlich ein Nahverkehrshalte hier. Will ich jetzt mal tippen. Ist auf jeden Fall eine kleine Kirche da vorne. So. Dann haben wir jetzt auch gleich Ausfahrt. Du solltest dich beeilen, Kollege. Warum komme ich hier nicht zwischen? So, wir haben Ausfahrt. So, lösen wir die Bremse. Und da fahren wir 22 Kilometer bis Dornbirn. Schalten wir mal langsam auf und schauen uns das Ganze mal hier an. Da schieben die Elektromotoren bzw. Treiben an, der Zug setzt sich in Bewegung.
60, da sind wir ja. Sind wir sind auch in der AFB so eingestellt. Daher sollte das funktionieren. Schon wieder 140. So, 110. Zack. Ist das bestätigt und jetzt beschleunigt. Machen wir jetzt 140. Zack. Damit ist das nächste Geschwindigkeitsziel der AFB bestätigt. So, dann fahren wir unter Lightjet bei Tage, auch mal nicht schlecht. Oder Rayjet ist es ja. Schade, dass uns hier so wenig bis gar kein Kenny vor entgegenkommt. Das ist wiederum ein bisschen schade. Dass hier so gar nichts rumfährt. Das hätte der Szenariobauer doch ein bisschen anders gestalten können müssen sollen. Ich weiß nicht, ob sowas möglich ist oder ob das sehr viel mehr Arbeit bedeutet. Auf jeden Fall fehlt mir hier doch der KI ganz massiv, muss ich wirklich sagen. Es ist eine schöne Strecke, es ist ein schöner Zug, alles gut, keine Frage. Aber mir fehlt der KI. Das ist einfach ein bisschen öde, wenn man hier so ganz alleine rumfährt. Weiß ich nicht, das ist, ja, weiß nicht, wie ihr das seht, aber für mich ist das ziemlich langweilig, muss ich ehrlich sagen, so ganz alleine. Aber das ist so meine Meinung. Ich pack's kaum. Dann machen wir das so glatt. Ah, 160, jetzt geht's so los. Wollen wir dann gleich in die EZB? Ja, können wir gleich schon wieder bremsen. 60 Ankündigung. Wollen wir gar nicht auf 160 beschleunigen. Da geht es ja 100 km runter.
wahrscheinlich wieder ein Gleiswechsel oder sowas. So, sind sie verschwunden oder kommen die nochmal wieder oder nicht? Was ist jetzt hier los? Wenn ich jetzt wieder beschleunige, kommen sie wieder. Oder wie? Zugbeeinflussung. Damit hat sich das dann auch die Frage dann auch beantwortet. Sie werden definitiv kommen. Sonst würden wir hier nicht PTB bedingt auf unter 85 bzw. auf 85 ja, verlangsamt, zwangsverlangsamt. Wenn wir dem nicht nachkommen, gibt es eine Zwangsverlangsamung, sagen wir mal so. Gut, wir holen uns sogar die PKWs. Hier werfen wir hier mit 60 Langdruck an. Wie gesagt, ich bin jetzt vielleicht auch ein bisschen früh runter auf 60, aber ihr habt es ja jetzt auch gesehen, die PTB hat ja schon eingegriffen, also auf 80 hätten wir auf jeden Fall runtergemusst. Von daher ist das jetzt gar nicht so tragisch, auch wenn wir das jetzt hier schon wieder befreien können. Die Geschwindigkeitsbeschränkung von 60 km/h kommt ja auf jeden Fall. Und ich würde mal sagen, wir haben da wieder einen kleinen Gleiswechsel, deswegen die 60. Wenn wir da wahrscheinlich durch den Bahnhof fahren und dann ins Gegengleis fahren. Ich jetzt einfach mal schätzen. Weil nachdem wir das dann überwunden haben, können wir dann schon wieder auf 150 beschleunigen. Also nach dem Zugbeeinflussung. Nach dem Bahnhof wohlgemerkt. Das müssen wir nochmal quittieren. Wir die 60 auch wahrgenommen haben, beziehungsweise die veränderte Geschwindigkeitsbeschränkung, dem ist so, das haben wir wahrgenommen, schon von dem anderen Hauptsignal schon vor wahrgenommen. Haben wir auch schon quittiert, das haben wir jetzt nochmal getan. So, damit ist glaube ich alles zur PTB jetzt erledigt. Das haben wir soweit geschafft. Wir haben nämlich jetzt einen Gleiswechsel hier rechts. Genau. Fahren wir nicht ins Gegengleis, sondern Gleishalter nach rechts. So, und sobald wir das. Fahren wir jetzt nochmal rechts? Könnte ich mir schon vorstellen. Nee, aber wir können es mal freien. Sie versuchen natürlich. Hier 60 an dem Bahnhof vorbei, an dem Bahnsteig. Deswegen wahrscheinlich auch die 60, weil wir hier so unmittelbar am Bahnsteig vorbeifahren. Wir können das Überholgleis nicht nutzen. Deswegen fahren wir hier am Bahnsteig vorbei und dementsprechend müssen wir natürlich mit 60 hier fahren. Alles eine Sicherheitsrelevanz. Sobald das jetzt gleich überwunden ist, dürfen wir wieder beschleunigen. 150 und dann auch schon auf 160 Reisegeschwindigkeit. So, sobald wir jetzt hier mit dem ganzen Zug wieder auf dem Ausfahrgleis sind, befinden, können wir gleich wieder beschleunigen. Können wir es aber ganz kurz simulieren. So, ihr seht, die Wagen sind noch nicht ganz drüben. Das ist jetzt der Fall. Dann dürfen wir gleich beschleunigen. Wir dürfen. So, jetzt sind sie drüben. Jetzt müsste sich gleich, genau, zack, das ging schnell. Schon ist die Geschwindigkeit umgesprungen auf, also die Sollgeschwindigkeit, die richtige Geschwindigkeit, die Geschwindigkeit, die wir dürfen, die Höchstgeschwindigkeit auf 150 umgesprungen, wir dürfen wieder beschleunigen. So, 160. Auch das werden wir bestätigen. So. Dann fahren wir jetzt die letzten 11 Kilometer bis Dornbirn. Dornbirn. Auch immer, schwer auszusprechen. Sag das mal schnell 10-mal hintereinander. Dornbirn, 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 Dornbirn. So, bevor wir die 160 überhaupt erreicht haben, können wir schon wieder die AFB umstellen auf 140. Das ist zum Niederkotzen. Leute, aber da dürfen wir mit 160 dran vorbeijagen. Okay. Wie gesagt, der mangelnde KI ist wirklich ein sehr hoher Kritikpunkt an dieses Szenario, an dieses doch schon schöne Szenario. So mit dem Lightjet am Mittag zu fahren hier durch Österreich ist schon
schön. Aber, wie gesagt, großer Kritikpunkt, der mangelnde KI, weil hier ist auf welcher Wort nichts, gar nichts. Es kam nichts entgegen, keine S-Bahn, kein Blitz. Das ist wirklich schade an dieser Stelle. Aber ja, man kann es ja auch nur so nehmen, wie es ist. Man kann es ja nur erfahren, wenn man spielt. Und dafür ist es ja da, die Szenarien aus dem Creators Club zu spielen und dann seine Lob oder Kritik halt zu hinterlassen. Lob für das Szenario an sich, Kritik an dem mangelnden KI. So, das sind so meine Bewertungen für dieses, an dieses Szenario. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber ich glaube, ihr möchtet, glaube ich, auch ein Szenario haben mit mehr KI, wo man halt ordentlich verkehrt und nicht so ganz alleine rumfährt. So geht es mir auch. Ihr kennt mich mittlerweile. Ich liebe es, wenn ordentlich Verkehr ist, wenn uns viel entgegenkommt, wenn wir Zugkreuzungen haben, wenn wir an einem roten Signal stehen bleiben müssen, weil ein anderer Zug unseren Fahrweg kreuzt und wir den erst vorbeilassen müssen, oder wir ein anderer Zug überholt uns oder wir überholen einen anderen Zug. Das sind so Szenarien, wo ich sage, ja, das liebe ich, aber das ist hier ja natürlich überhaupt nicht gegeben. Aber wie gesagt, ich weiß auch nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ich habe noch nie ein Szenario gebaut mit viel KI, von daher will ich da jetzt nicht zu viel Kritik üben, aber es ist halt einfach schade. So, das ist meine Meinung dazu. Während wir hier ordentlich eingebremst werden. Ihr seht es, 130, 120, 110. Und wir nähern uns auch mit Riesenschritten unseren vorletzten Halt, Dornbirn. Und wenn wir mal jetzt einen ganzen Schritt runter machen, würde ich sagen, auf 120, 115. So. Und dann machen wir es gleich nicht mehr so weit nach 110. Es kann natürlich auch sein, dass wir gleich quittieren müssen, dann müssen wir sowieso reagieren. Reichen 110 nicht mehr, dann muss es runter mindestens auf 80. Aber noch ist nichts zu sehen von dem Hauptsignal. 110. Ich denke mal, die etwas größere Fläche dann hinter der 120, also hinter der 100, also hinter der zweiten 120 Meter unser Haltepunkt sein. Schon mal den Kombihebel ausmachen. Weil es sind nur noch 1,6 Kilometer. Schon mal ein bisschen bremsen. Das ist nämlich das kleine Feld. Das nächste Feld, das größte Feld, wird dann unser Haltepunkt sein. So, dann nähern wir uns jetzt Dornbirn. Nächster Halt. Dieses Railjets. Vor dem Halt. Wenn wir uns hier geschmeidig und sanft an den Bahnsteig schleichen, wir wollen auch nicht zu hastig halten oder nicht zu kräftig halten, das ist nicht schön für die Fahrgäste. Das heißt, wir werden hier schön geschmeidig uns ausrollen lassen. Dann gleich am Haltepunkt halten.
Es ist ja auch so, in einem Nachtzug, da ist der Lokführer, glaube ich, auch angewiesen, den Zug so sanft wie möglich zu bremsen an einem Bahnhof, damit die schlafenden Fahrgäste halt ja, nicht unbedingt wach werden davon, von dem Ruckeln, was dann ja automatisch geschieht, wenn man zu sehr bremst. Aua, das wollte ich nicht. So, das wollte ich nicht, aber egal, wir stehen. Wie gesagt, das kann ich mir schon vorstellen, im Nachtzug, dass halt das Bremsen da geübt sein will, halt so sanft und zart, wie es halt nur so eben geht, damit die halt die schlafenden Fahrgäste nicht unbedingt aus dem Schlaf gerissen werden. Bei jedem Halt ist es dann, glaube ich, nicht so schön. So, wir haben jetzt gleich wieder Weiterfahrt. Nächster Halt ist dann Bregenz. So komme ich denn hier nicht. Alter, was ist denn? So, wir verriegeln die Türen und dann werden wir uns von dann machen. So, nächster Halt Bregenz, 9,6 Kilometer. Auf geht's! Wunderschön, wunderschön. Natürlich. Da schlängeln wir uns davon in der Kurve. So, 120, 140 und dann geht es auch gleich wieder aufwärts. Das auch erledigt. Das ist jetzt natürlich nur noch ein Katzensprung bis Bregenz. Dass wir hier, glaube ich, jetzt auch nicht mehr viel höher als, wollte ich gerade sagen, nicht viel höher als 140 beschleunigen, aber da kommt schon die 160, ob sich das allerdings noch lohnt. Das ist die nächste Frage, weil, wie gesagt, bis wir die 160 da erreicht haben, also da dann vorbei sind. Ich glaube, da sind wir schon wieder 2 Kilometer weiter. Ob sich dann für 5 oder 4 Kilometer die 160 noch lohnen, ist da so die Frage. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir erreichen dann auch 140, das letzte Stück. Die würden sich eher lohnen, die 160, wenn man durch Bregenz durchfahren würde, sprich mit einem ICE oder so, wenn man den Halt Bregenz gar nicht bedienen würde. Dann würde sich das lohnen, wenn man da mit wenn man da einfach den Halt liegen lässt, sag ich mal, und da durchfährt. Aber jetzt so für die letzten 5,5 Kilometer, 6 Kilometer, glaube ich, lohnt sich das nicht wirklich. Bis man dann beschleunigt hat, und auch wieder 1 bis 2 Kilometer weiter und dann kann man auch schon fast wieder bremsen. Wenn dann schon wieder ein Hauptsignal kommt zu quittieren und da muss man runter auf 80. Solche Dinge. Deswegen lasse ich das jetzt einfach. Bleib schön geschmeidig 140. Und dann reicht das auch.
der Güterbahnhof, ne? Komplett lärmgefegt. Hier steht ja nichts rum. Ich verstehe es nicht. Das ist nur meine Meinung. Da stehen ein paar Gebäude, aber das war's dann auch. So, mit 20. Gleich dann auch die gängigen Geschwindigkeitsbeschränkungen kommen. 108, du Schande, in, seht ihr, ich wollte gerade sagen, ein rotes Signal gerade, werden dann mit Sicherheit gleich auch die gängigen Geschwindigkeitsbeschränkungen kommen von 60, 40 und so weiter. Wenn wir gleich in den Bahnhof Bregenz einlaufen, einfahren, ich würde schon sagen einlaufen, aber einlaufen ist beim Schiffssimulator. Das wäre übrigens auch so sowas, oder? So ein Schiffssimulator. Wenn man sieht, die großen die Kreuzfahrtschiffe fährt und das wäre auch noch geil, oder? So ein Schiffssimulator. Kreuzfahrtschiffssimulator, das wäre doch geil. Wenn es das noch irgendwie geben würde, fällt mir jetzt gerade mal so ein. Es gibt ja auch einen Flugsimulator in allen möglichen Varianten. Es gibt, wie gesagt, ja Zugsimulator, klar, logisch. Es gibt ja fast alles als Simulator. Das irgendwie fährt oder auch in allen anderen Situationen. Ich würde sagen, den schauen wir auf 80, wenn wir sowieso jetzt hier müssen. Da wäre doch so ein Schiffssimulator, so ein Kreuzfahrtschiffssimulator, wäre doch schon geil. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie das mit der Umsetzung passiert, aber ich könnte mir das schon echt vorstellen, so ein Kreuzfahrtschiffssimulator, wo man ein riesen Kreuzfahrtschiff fährt oder auch so ein riesen Frachter. Das wäre schon geil. Und dann auch mit Seeunfall und mit Frachterunglück und das ach, mit Rettung und so. Ich weiß nicht, wie das umsetzbar ist, ob das umsetzbar ist, aber es wäre mit Sicherheit nice. Also so, weiß ich nicht. Macht euch da mal ein paar Gedanken zu. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr Bock auf einen Kreuzfahrtschiffssimulator hättet oder allgemein Schiffssimulator. Also ich stelle mir das richtig nice vor. So, dann fahren wir jetzt hier langsam, aber sicher in den Bahnhof ein von Bregenz. So, da wären wir. Mit Sicherheit jetzt gleich der 500 Hertz Magnet. Ich will wetten. Wie wir noch Wasserkeitstaster drücken. So, kommt jetzt gleich der 500 Hertz Magnet kurz vor dem Zielpunkt, den wir auch zu bestätigen haben. Beziehungsweise zu quittieren. Vorher drücken wir nochmal die SIFA. Da kommt jetzt kein 500 Hertz Magnet. Kann natürlich auch sein, weil wir uns ja bereits unter der Geschwindigkeit befinden. Da kommt keiner mehr. Auch gut. So, da wären wir. Ich bin rechts die Türen. Und können wir uns ja mal hier außerhalb begeben, weil wir sowieso jetzt Feierabend haben. Unsere Fahrt ist zu Ende, hier in Bregenz. Jetzt können wir hier noch die eine oder andere Fahrkarte bzw. Fahrplan anbringen. Das wäre natürlich auch mega. Aber ich glaube es beinahe nicht. Mein Gott, es ist ein weiter Weg von der Zugspitze hier bis zum
Vordach, beziehungsweise Überdach. Aber hier scheint nichts dergleichen irgendwie zu sein, dass wir noch irgendwas anbringen können. Doch. Oder? Nee, gar nicht. Ja. Nee, auch nicht. Schade. Ich hätte gedacht, da könnte man jetzt noch ein paar Karten anbringen, aber dem ist nicht so. Wir können jetzt hier noch eventuell nach oben gehen. Vielleicht gibt es hier noch was anzubringen. In Bregenz, aber dem ist nicht so. Doch, hier vielleicht? Ja! 3 von 35 Streckenkarten angebracht. Na, das haben wir immerhin erledigt. Dann würde ich sagen, ihr könnt euch das ja mal kurz ansehen. Hier Bregenz, da sind wir. Es geht natürlich noch weiter nach Bregenzhafen und Lochau, Hörbanz und schließlich der Lindau Hauptbahnhof. Und in die Gegenrichtung geht es dann noch unter anderem nach Lustenau, Lauterbach, Wolfurt, Schwarzbach. Wir sind jetzt natürlich nur die großen Bahnhöfe angefahren, Bregenz bzw. unten. Wir sind in Bregenz gestartet, sind dann nach Feldkirch gefahren, sind dann nach Dornbirn gefahren und schließlich Bregenz. Und ihr könnt ja die Station dazwischen euch ansehen. Das sind halt die Stationen, die von der S1, der S5 und der S3 bedient werden. Also der BR642, die werden dort überall halten, wo die Fernzüge fahren halt in Bregenz, Feldkirch, Dornbirn und Bregenz und bitte auch noch Lindau. Das war halt so unser Fahrplan heute. So, ich würde sagen, dann schießen wir hier mal die Türen und dann beenden wir das Ganze mal. Achso, wir müssen. Ah, okay, dann machen wir es so. Dann machen wir es halt so. Ich habe keine Lust mehr nach vorne zu rennen. Müssen wir jetzt alle Türen verriegeln? Ist doch nicht wahr, oder? Ist wirklich wahr, dass wir jetzt alle Türen verriegeln müssen? Ich glaube, ich spinne. Dann machen wir das. Machen wir das mal. Die Türelektrik ist ausgefallen. Ich muss sie jetzt alle per Hand zumachen. Ah! Machen wir das, wir haben noch Zeit, wir haben noch Zeit. So, hier sind sie geschlossen. Gehen wir hier weiter vor. Das ist doch auch mal. Machen wir es einfach mal so. Warum denn nicht? Wir sind in dem Simulator, das ist alles erlaubt. Dann machen wir das einfach mal so. Wir müssen sowieso nach vorne. Zack. Zack. Kleiner Dauerlauf hier. Alle Türen schließen. Ich fasse es nicht. Ich dachte, eine reicht. Ist ja normalerweise reicht es auch, wenn man jetzt zum Beispiel per Hand eine Tür öffnet. Dann gilt das ja auch als Türen geöffnet. Aber hier muss man tatsächlich alle Türen per Hand bzw. alle Türen schließen, bevor das zählt. Aber ja, dann ist dem halt so. Dann ist dem halt so. Jetzt zählt das erst. So, damit haben wir 48 Minuten 32 Sekunden gebraucht für eine gefahrene Distanz von 56,94 Kilometer. Gelaufen sind wir jetzt durch diese Türschließaktion 897,23 Meter. Gefahren sind wir den Railjet Express 660 Bludenz Bregenz auf der Strecke S-Bahn Vorarlberg mit der Baureihe 193 weg. Tron. So, wie gesagt, ich werde euch das Szenario bzw. den Link dann unter der Videobeschreibung packen, damit ihr spielen könnt, wenn ihr wollt. Wie gesagt, einziger Kritikpunkt an diesem ganzen Szenario ist der mangelnde bis gar kein KI. Ansonsten ist das ein sehr schönes Szenario, so für zwischendurch. Ist eine schöne Lok, ein schöner Zug. Wie gesagt, danke dafür. Wie gesagt, solltest du dieses Video sehen, es ist keine Kritik an dich persönlich, es ist halt nur eine Kritik an diesem Szenario, da halt kein KI vorhanden war. Nimm es mir nicht übel, ich weiß nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt, da den KI mit einzubauen. Deswegen soll es keine allzu krasse Kritik sein, es ist halt nur mein Empfinden. Ich habe halt gerne Szenarien, wo halt viel KI vorhanden ist, aber das ist nur meine Meinung. Jeder sieht das anders.
Ja, das war sozusagen dieses Video zum Samstag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer der Dennis Spieters. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss.